Freizeit. Ich bin beinahe am Parkplatz verfahren. Also so viel sollte man auch ohne Navi hinkriegen. Peace. Uiuiuiuiui. Da habe ich was angestellt, ne? Der jute Focker. mit meinem Bremsvideo. Hätte ich nicht gedacht, dass das so viel Reaktion herbeiruft. So viel Kopfschütteln. Und dazu möchte ich eigentlich noch was sagen. Und zwar habe ich ja diesen Bremstest gemacht. Von 100 auf 0. Mit der... Jetzt hätte ich mich beinahe am Parkplatz verfahren. Also so viel... sollte man auch ohne Navi hinkriegen. Und das sagt auch einiges aus, was ich für ein Geländedepp bin. Ja, so. Jetzt ist es so, dass ich den guten Mann einfach durchwink. Nein, er winkt mich durch. Sehr schön. Dieses Video von 100 auf 0 mit der Beschreibung, ob Rekuperation, wenn man die einschaltet oder anhat, einen Unterschied vom Bremsweg macht. Oder ob das egal ist. Es ist nicht drauf gestanden, Bremsweg von 100 auf 0, um zu sehen, wie lang das Auto braucht, bis er steht. Damit hat es gar nichts zu tun gehabt. War auch so nicht beschrieben. Es war nur beschrieben, macht es einen Unterschied mit oder ohne Reku? Ja oder nein? So. Dass diese Werte, die ich da habe, nicht repräsentativ sein können, ist mir völlig klar. Warum? Weil ich ein Noob bin. Noob, Noob. Weil ich für mich selber sage, ich bin kein so guter Autofahrer, um zweimal exakt auf dem Zentimeter genau bei 100 Stundenkilometer auf den Zentimeter genau an der gleichen Stelle zu bremsen. Kann ich nicht. Ich glaube nicht mal, dass das ein Formel 1 Fahrer kann. Auf den Zentimeter genau. Weil wenn das so wäre, würde es keine Verbremser geben. So. Im Übrigen glaube ich, würde es auch keinen Walter Röhrl schaffen. Wobei der definitiv die Nordschleife mit einem R4 und einem zweiachsigen Wohnanhänger rückwärts schneller fährt, als ich mit einem Rennwagen vorwärts. Da bin ich mir ziemlich sicher. So. Das Erste, ich kann das Auto nicht perfekt zweimal an der gleichen Stelle bremsen. Da bräuchte man Sensoren, die dann wirklich messen, wann gehe ich auf die Bremse oder wann lupfe ich das Gas, und nicht irgendwo an einer bestimmten Stelle bremsen zu müssen, sondern einfach nur zu bremsen und das System sagt, wann ich gebremst habe. Dann ist es immer gleich. Zweitens, ich habe eine Strecke ausgesucht, die für mich eben war, was ich so gesehen habe. Ich habe die nicht ausgemessen. Also ein ADAC-Prüfstand oder eine ADAC-Prüfstrecke ist genormt in dem Bereich, wo man die Bremsen testet. Habe ich nicht gehabt. Ob die jetzt leicht bergauf oder bergab gegangen ist, macht jetzt mal für den Test keinen Unterschied. Genauso macht es keinen Unterschied, ob ich laut GPS 100 Stundenkilometer gefahren bin oder laut Tachometer. Macht auch keinen Unterschied, weil ich ja nicht wissen wollte, ob oder bei wie vielen Metern das Auto zum Stehen kommt. Diese gemessenen 31 Meter sagen ja schon alles aus, dass das nicht so der Fall ist. Dass ich weder gescheit messen kann, so Pi mal Daumen, dass ich bestimmt nicht perfekt bei diesen
50 Meter Pflock gebremst habe und beim zweiten Mal eben auch nicht. Ich habe gedacht, ich hab's, aber wie gesagt, da macht ja laut, der Pedi hat es so schön geschrieben und das stimmt, da machen 0,2 Sekunden später Bremsen extrem viel aus. Und genau diesen Spruch vom Pedi, der stimmt, will ich aber auch als Beweis dafür bringen, dass es natürlich was ausmacht, ob man die Rekuperation drin hat oder nicht. Wenn das Auto bremst, voll bremst, sodass das ABS anfängt zum Regeln, gibt es eigentlich bloß zwei Sachen, die den Bremsweg entscheiden. Die Oberfläche vom Asphalt, ob der nass ist zum Beispiel, ob der vereist ist, ob der trocken ist und wenn er trocken ist, ob der extrem griffig ist oder nicht so griffig ist, ob er rau ist und so weiter. Dass es ein normaler Asphalt war, gehe mal davon aus, war das ein normaler Asphalt. Das zweite, was den Bremsweg beeinflusst, sind natürlich die Reifen. Wie ist der Luftdruck? Sind die Reifen warm? Sind die Reifen abgefahren? Sind die Reifen gut? Sind die Reifen hart? Sind die Reifen weich? Weichere Reifen bremsen kürzer, ganz klar. Die Bremsbeläge und die Bremsscheibe lasse ich jetzt mal außen vor, weil die verändern sich in einem Auto ja nicht, die sind gleich. Reifen kann man wechseln, da hat man dann schlechtere oder bessere Reifen drauf. Wieso wackelst du so? Du Wackelliese da! So, auch nicht besser. Und der Asphalt ändert sich natürlich auch immer. Die Temperatur vom Asphalt und so weiter. Auch der Luftdruck. So. Wenn ich jetzt die Fenster schließe, hört man auch mehr. Wenn ich ohne Rekuperation fahre, und es geht mit dem Auto nur, wenn ich auf N schalte, weil selbst auf 0, wenn er steht, rekuperiert er leicht. So, also auf N schalten und dann bremsen, beim 50 Meter Schuld bremsen, runter, zack, stehen. Jetzt machen natürlich 0,2 Sekunden extrem viel aus. Warum? Wenn ich 100 fahre, liegt das Auto ungefähr 26 Meter zurück in der Sekunde. Rechnen wir mal mit einer halben Sekunde. Warum? Kommen wir gleich drauf. In einer halben Sekunde liegt das Auto 13 Meter zurück, ungefähr. Ohne Reku fahre ich mit N auf den Punkt zu und bremse dann. Ich glaube schon auch, dass ich keine richtige Vollbremsung gemacht habe. Ich glaube schon auch, dass ich ein bisschen zögerlich hingegangen bin und dann halt langsam fest gedruckt habe. So richtige Vollbremsung, wie es einer geschrieben hat, das macht man nicht das erste Mal. Weiß ich. Auch sind die Bremsen nicht freigefahren gewesen. Ich habe vorher zwar schon mal gebremst, aber in einem kalten Zustand bremsen die einfach schlechter als in einem warmen Zustand. Nicht zu verwechseln mit einem heißen Zustand. Dann werden sie wieder schlechter, die Bremsen. So, ohne Reku bei 100 am Schild bremsen. Was passiert? Ich gehe vom Gas, Auto rollt weiter. Als würdest du bei einem normalen Auto einen Gang rausnehmen. Bei einem Verbrenner hättest du, egal ob er gut oder schlecht der Schleppmoment ist beim Motor, hättest du schon mal eine gewisse Verzögerung drin. Weil wenn du das Gas wegnimmst und einen Gang drin lässt, auch einen hohen Gang, einen fünften oder sechsten oder siebten, je nachdem, kommt der Schleppmoment vom Motor dazu und bremst das Auto schneller ab, als würde man auf N schalten, auf Neutral. Und dass man bei einer Vollbremsung kurz vorher auf N schaltet, ist ja eher unwahrscheinlich. Das heißt, Schleppmoment vom Motor kommt, Auto bremst ganz leicht ab, so leicht, dass man es eigentlich kaum merkt. Und in meinem Fall, bei N bremst er gar nicht ab. Da rollt er weiter, als würdest du in einem normalen Auto einen Gang rausnehmen. Oder bei einer Automatik das N reinwürgen, was man nicht soll. So, ich gehe vom Gas, das Auto rollt,
Ich gehe auf die Bremse mit dem gleichen Fuß. Ich bremse nämlich genauso mit dem rechten, wie ich Gas gebe. Ich habe mir schon mal angewöhnt, mit links zu bremsen, weil man eigentlich rein theoretisch schneller zur Bremse kommt. Es geht schneller. Weil man ja eigentlich normalerweise immer so in Halb-Acht-Stellung haben sollte oder haben kann. Aber ich lege meinen linken Fuß daneben hin, das heißt, ich bremse rechts. Nur bei Autorennen bremse ich links. Ganz einfach. Kupplung ist auf der rechten Seite. Und durch das, dass man, wenn man in einem Rennen fährt, kann man dann gleichzeitig kuppeln und dann bremsen mit dem linken. Besonders wenn du auf Automatik fährst, beziehungsweise sequenzielles Schaltgetriebe hast und du keine Kupplung brauchst. Also ich gehe von der Bremse runter, ich gehe vom Gas runter und gehe auf die Bremse. Drücke auf die Bremse drauf und dann brauchst du schon mal einen gewissen Bremsweg, dass überhaupt mal der Druck aufgebaut wird. Dann latschst du da voll rein, der Druck wird aufgebaut, die Bremsklötze gehen die Belege gehen an die Scheibenbremsen und verzögern das Auto vehement. ABS schaltet ein und du fährst quasi richtig voll in die Bremsen bis zu deinem Haltepunkt. Es quietscht und raucht und stinkt und scheppert und knallt und der Säcki hinten, der immer angeschnallt ist, den hat es vom Sitz runtergehauen. Da hat er gescheit geschimpft. So, das ist ohne Rico. Mit Rico schaut die Sache anders aus. Da kommen wir wieder zu den 0,2 Sekunden, was der Paddy gesagt hat. Wenn die Rekuperation drin ist und ich habe die eigentlich immer auf höchster Stufe, das heißt auf Öko und auf der höchsten Stufe, dann bremst der eigentlich schon merklichst ab. Und zwar schon, wenn ich 2 cm vom Gas einfach bloß runtergehe, immer noch am Gas bleibe, aber nur 2 cm Luft lüfte, geht er schon runter. Merkt ihr jetzt vielleicht nicht so. So, wenn ich jetzt richtig von der Bremse gehe, richtig vom Gas gehe, das heißt, ich gehe mit einem Schlag richtig vom Gas und bremse nicht, passiert Folgendes. Der bremst schon ab. Und zwar so, dass hinten die Bremslichter angehen. Ich meine, das erzähle ich jetzt ja keinem Fremden. Das heißt, ihr habt ja alle E-Autos oder ihr interessiert euch dafür und dementsprechend wisst ihr es ja auch. Ich gehe vom Gas, hinten gehen die Bremslichter sofort an, weil er so, die Bremswirkung so hoch ist, dass er merklich die Geschwindigkeit reduziert. Merklich. Und da habe ich mal ein anderes Video gemacht, von 0 auf 100 und von 100 auf 0. Da bin ich vom Stand von 0 auf 100 gegangen, habe einen Tachometer gefilmt. Und genau bei 100 bin ich vom Gas gegangen. Bis zum Stillstand. Das heißt, ich habe das Auto keines einziges Mal die Bremse berührt. Ich habe beschleunigt von 0 auf 100 und bin dann genau bei 100 einfach nur vom Gas gegangen und habe mich auf der höchsten Stufe bremsen lassen mit der Riku. Und dann sieht man auch bei den Videos, könnt ihr euch ja nochmal anschauen, da sieht man auch, wie schnell der an Geschwindigkeit verliert. Ohne Bremsen. Nur durchs Riku. Und genau das macht den Unterschied beim Bremsweg. Weil wenn ich anfange, und das muss man jetzt wahrscheinlich diese, ich sage mal, das ist eine halbe Sekunde, und dann sind wir wieder bei der halben Sekunde. Das ist eine halbe Sekunde, wo das Auto schon bremst. Gehen wir mal die halbe Sekunde in Zeitlupe durch. Das heißt, ich will eine Vollbremsung machen, gehe vom Gas runter und in dem Augenblick, wo ich das Gas lupfe, fängt er schon das Bremsen an. Wenn ich dann ganz vom Gas weg bin, bremst er schon, und zwar in Echtzeit, vehement. Das merkt man. Ich, wenn ich es nicht gewohnt bin, ein Tempomat anhabe, dann ist es so, dass ich den ja manchmal ausschalte, wenn ich jetzt in der Stadt reinfahre. Und ich denke mir aber nur, ich habe den nicht resettet, sondern, also ich habe ihn resettet, denke ich habe ihn resettet, habe ihn aber ausgeschaltet, dann passiert genau das, dass ich eigentlich nur ein Tempomat, ich drücke drauf, dass er wieder beschleunigen soll und passiert das, dass ich vom Gas gehe und ich, oh, wollte ich gar nicht. Ja? Und da geht es schon nach vorne, auch meine Frau, wenn daneben sitzt und ist nicht drauf gefasst, dass das Auto jetzt langsamer wird, druckt es einen schon nach vorne. Und
das macht diese Rehkuh, logisch, weiß man ja. So, ich gehe vom Gas, verlasse das Gaspedal, gehe langsam rüber und in dem Augenblick bremst der ja schon und geht dann so richtig schön auf die Bremse, drückt dann drauf, genauso oder ähnlich, wie ich es ohne Rehkuh gemacht habe. Das heißt, der muss, da kommt es auch, ist es egal, ob ich jetzt laut GPS 100 fahre oder laut Tacho, ist völlig wurscht, weil ich ja nicht wissen wollte, wie lange brauche ich, bis er steht, sondern ich wollte wissen, macht es einen Unterschied mit oder ohne Rico. Und das ist egal, weil beides Mal die gleiche Geschwindigkeit war, beides Mal die gleiche Strecke, die gleiche Richtung, mit dem gleichen Wind, in der gleichen Temperatur. So. Wenn ich jetzt auf die Bremse steige, dann hat der schon keine 100 mehr drauf, sondern dann hat er vielleicht 97 drauf, weil er in dieser halben Sekunde schon extrem mit der Rehkuh bremst. Und dann macht es natürlich wieder einen Unterschied aus, ob ich mit 100 bremse oder mit 97. Dass die Rekuperation rein theoretisch keinen Unterschied haben sollte, ob ich jetzt mit oder ohne fahre, bei einer Vollbremsung, wenn ich in der Bremse bin, da bin ich voll bei euch, weil es dürfte keinen Unterschied machen. Das ABS wird sowieso regeln, egal ob jetzt die Reko unterstützt oder nicht. Der Reifen hat die gleiche Reibung, der Asphalt hat die gleiche Reibung. Es macht keinen Unterschied. Aber bis zur Bremsung, und zwar bis zur Bremsung, bis auch der Druck in dem Bremssystem aufgebaut ist. Und es gibt im Internet einen Bremswegberechner. Und da kann man einstellen, Reaktionszeit, Systemzeit, glaube ich, steht drin. Dann Druckaufbau. Und der Druckaufbau wird mit 0,2 Sekunden gerechnet. Das heißt, 0,2 Sekunden braucht die Bremse, bis du den Druck aufbaust, bis der Druck dann vollständig am Rad ist, beziehungsweise an der Bremse ist und damit das Rad, damit das Rad bremst. Sowas. So, das heißt, ich rechne 0,5 Sekunden mit. Gas hoch, Bremse, zack. So, morgen, bis der Druck aufgebaut wird, sind es allein schon ungefähr die Hälfte von der Zeit. Sind es 0,5 Sekunden, sind 13 Meter. Und es macht natürlich einen Unterschied aus, ob ich in den 13 Meter 100 fahre, bis er richtig anpackt, oder ob er schon reduziert auf 97 oder vielleicht sogar noch drunter und dann voll anpackt. Weil dann sind wir wieder zusammen und sagen, okay, diese 3, 4, 5 Kilometer pro Stunde machen einen großen Unterschied. Und es war eben auch der Kritikpunkt, weil er gesagt hat, bist du laut Tacho gefahren 100 oder bist du laut GPS 100 gefahren? Weil wenn du nach Tacho 100 fährst, ist ja der Unterschied zum GPS schon beträchtlich, weil es sind gleich mal 5 Stundenkilometer. Und wenn diese 5 Stundenkilometer in der Berechnung was ausmachen, machen 3 Stundenkilometer natürlich auch was aus. Und deswegen bremst das Auto mit Rehkuh definitiv in einem kürzeren Weg als ohne. Es sprach zu ihnen Fokker der Bremser. Nee, also nicht falsch verstehen. Aber ihr habt es falsch verstanden. Meine Frage war nicht, wie lang ist der Bremsweg mit dem Auto, sondern meine Frage war, macht es einen Unterschied mit oder ohne Rehkuh? Und definitiv macht es einen Unterschied. Es ist rein in der Theorie schon berechenbar. Und da ich so ein überragender Kopfrechner bin, lasse ich es lieber sein. Aber es ist praktisch auch erfahrbar. Ob das jetzt wirklich 6 Meter Unterschied sind, wie ich gemessen habe, oder bloß 2, ist egal, meines Erachtens. Weil selbst wenn es nur 2 Meter Unterschied sind, fährt man bei diesen 2 Metern noch eine beträchtliche Geschwindigkeit, um den anderen seinen Kofferraum so richtig schön Richtung Motor zu schieben. 2 Meter eher stehen macht ein halbes Auto aus. Und deswegen immer schön mit Rehkuh fahren. Ja? Ihr Lümmelsen hier.
Das Video ist viel zu lang geworden, wollte ich gar nicht. Servus, sagt Locker, euer Bremsfucker.